Hallo, wenn du dieses Video hier angeklickt hast, dann ist es vielleicht so, dass du den Verdacht hast, dass du in einer toxischen Familie lebst. Dass vielleicht nicht nur eine Person in deiner Familie toxisch ist, sondern vielleicht auch zwei. Vielleicht sind es auch deine Eltern oder ein Elternteil. Und das ist eine spezielle Situation, zu der ich eben jetzt ein separates Video machen will. Weil mir aufgefallen ist, dass Menschen, die in einer toxischen Familie groß geworden sind, nochmal ganz andere Traumen zeigen als jemand, der vielleicht nur kurz damit in Berührung gekommen ist. Denn wenn du als Kleinkind in einer Familie groß geworden bist, die toxisch ist, wo vielleicht deine Eltern, ein Elternteil und vielleicht noch zusätzlich andere nahe Verwandte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben oder eine histrionische Persönlichkeitsstörung oder eine Borderline-Störung, vielleicht auch mehreres davon, dann wirst du in deinem Leben nie die Geborgenheit erlebt haben, die ein Kind normalerweise braucht, um ein gutes Selbstwertgefühl und ein wirklich stabiles Urvertrauen zu entwickeln. Denn ständig musst du auf der Hut gewesen sein, ob du das Falsche sagst. Vielleicht hast du schon das Gefühl gehabt, alleine die Tatsache, dass du lebst, ist ein Problem und du hast gelernt, dich zu verbiegen. Vielleicht hat es aber auch dazu geführt, dass du immer ganz viel Leistung gebracht hast und versucht hast oder versucht hast, perfekt zu sein, je nachdem, wie sich das bei dir dann zeigt. Das alles sind dann hinterher Aspektierungen in deinem Leben, die dein Leben auch noch erschweren, wenn du schon lange erwachsen bist. Denn dann bist du auch später noch damit beschäftigt, es allen Leuten recht zu machen und du versuchst vielleicht, ja, besser zu sein oder dich unsichtbar zu machen, also je nachdem, welche Kompensationsstrategie du gewählt hast. Eigentlich hättest du als Kind ein Nest gebraucht, in dem du dich ganz geborgen gefühlt hättest. Aber das war nicht der Fall. Wenn deine Eltern oder sogar mehrere toxisch sind oder waren, dann hast du gelernt, ein Abwehrstrategiesystem aufzubauen, um dein Überleben zu sichern. Das zeigt sich ganz verschieden, je nachdem, ob du eher die Person bist, die in die aggressive Haltung gegangen ist oder in die kämpferische, um Leistung zu bringen oder perfekt zu sein, oder ob du eher in die passiv-aggressive Richtung gegangen bist, dich selber anzugreifen, Selbstboykottanteile entwickelt hast, dich selber boykottierst, damit du nicht groß und stark bist, damit du nicht so auffällst und nicht deiner Mutter oder deinem Vater in die Quere kommst, weil du dann vielleicht Konkurrenz gewesen wärst. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Anteil, wenn du eben in einer toxischen Familie groß geworden bist, vielleicht auch toxische Eltern hattest oder auch nur einen Elternteil, also je mehr, desto schlimmer, kann man sagen, dann kann es sein, dass du das Gefühl hast, schon die Tatsache, dass du geboren wurdest, ist eigentlich ja ein Problem gewesen für deine Eltern. Und sie haben dich das spüren lassen. Und du hast das Gefühl gehabt, du musst etwas tun, weil du an sich, so wie du bist, nicht in Ordnung bist. Das ist so das Grundphänomen. Und je nachdem, ob du gedacht hast, ich gehe in mehr Leistung, um eben meinen Eltern ähnlich zu sein, von ihnen jetzt auf diesem Weg Anerkennung zu bekommen, weil das dann durchaus manchmal funktioniert, aber eben nur, wenn du Leistung zeigst, nicht wegen dir selbst, dann wirst du den schwachen Anteil in dir, der eben Hilflosigkeit zulassen kann oder Ohnmacht, den wirst du dann ja unterdrücken. Und dadurch, dass du ihn unterdrückst, lernst du nicht, ihn zu entfalten. Und das ist aber eigentlich ein wichtiger Anteil, der für Freude sorgt im Leben. Ja, also sich gehen zu lassen und dem Leben zu vertrauen, das ist eigentlich das, was uns Freude schenkt später und schon als Kind. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann kannst du das gar nicht. Ja, du hast eigentlich immer so eine Herzmauer, das im Fall, wenn du erfolgsorientiert geworden bist, wenn du
eher in die zwanghafte Richtung gegangen bist, also eher zwanghafte Aspektierungen entwickelt hast und versucht hast, alles perfekt zu machen, in der Hoffnung, deine Eltern sehen irgendwann, dass du doch ganz toll und wertvoll bist und sehr, sehr schlau und dass du alles weißt, dann kann es sein, dass du so ein bisschen eine tyrannische, intellektuelle Ader entwickelt hast und dass du auch nicht zur Ruhe kommst und versuchst, wirklich alles richtig zu machen. Und vielleicht auch noch mal gucken gehst, ob du den Ofen wirklich ausgemacht hast oder du auch sehr penetrant sein kannst im Detail. Der Vorteil ist, dass du dann sehr wissbegierig bist, aber der Nachteil ist, dass du eben ja, dir immer die Worst-Case-Szenarien ausdenkst, um darauf vorbereitet zu sein und halt um für diesen Fall, wenn es dann wieder Ärger gibt und du gar nicht genau weißt, was du eigentlich hättest richtig machen sollen, aber du hättest es richtig machen müssen, um die Anerkennung zu bekommen, dann ist das so übersteigert, dass du dir schon mal vorstellst, was alles falsch sein könnte. Und das, dann neigst du zum Grübeln und ja, damit geht man auch seinem Umfeld auf die Nerven und man kann sich auch selbst nicht entspannen. Das ist vielleicht auch schon das Schlimmste daran. Ja, man ist nie wirklich zufrieden. Das heißt, diese hohe Erwartungshaltung, die deine Eltern an dich gestellt haben, die du ja eigentlich nicht hättest erfüllen müssen als Kind, weil Kinder eigentlich sie selbst sein dürfen und auch Fehler machen, ganz selbstverständlich und daraus dann auch lernen, wenn die Eltern liebevoll damit umgehen können. Aber im Falle von toxischen Eltern ist das nicht der Fall. Gehen wir mal davon aus, dass es auch nur eine Person gewesen ist, dann ist das schon so. Bei beiden ist es natürlich noch mal potenzierter und gibt es noch mehr in der Familie, dann potenziert sich das immer mehr. Und da war das eben wahrscheinlich nicht so, dass du Fehler machen durftest und okay warst, sondern deine Eltern waren mehr auf sich selbst fokussiert. Also denen war eher der Erfolg wichtig, was die Leute denken. Und du hast Entwertung erfahren, wenn du nicht so warst, wie sie sich das gewünscht haben. Ja, und da hast du als Kind unter einem unheimlichen Druck gestanden und hast diesen Perfektionismus immer weiter entwickelt. Und deswegen ist es dann irgendwann auch was Zwanghaftes geworden. Wenn du eher erfolgsorientiert bist, dann sind es vielleicht narzisstische Aspektierungen. Und nochmal ganz klar gesagt, narzisstische Aspektierungen sind nicht so das Problem, wenn sie nicht übermäßig sind. Wir reden hier noch nicht vom Narzissmus, also noch nicht von einer Persönlichkeitsstörung. Aber wenn es narzisstische Aspektierungen sind, dann ist es bei dir eher Anerkennung, Erfolg und dann ist es auch mit Kritik schwieriger. Und auch hier ist es so, dass der mit narzisstischen Aspektierungen sich schlecht gehen lassen kann. Was die beiden gemeinsam haben, der narzisstische und der zwanghafte, ist, dass sie sich beide nicht wirklich gut fallen lassen können. Also sie können beide nicht gut mal so alle fünfe gerade sein lassen und müssen sich irgendwie behaupten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du kompensativ in eine abhängige Struktur gegangen bist, in eine emotional abhängige Struktur. Das heißt, du hast dann versucht, dich in deine Eltern sehr stark einzudenken, zu gucken, was sie brauchen. Das passiert häufig, wenn die Eltern zusätzlich noch irgendeine Sucht entwickelt haben, ob nun Alkoholsucht oder Arbeitssucht oder aber auch wenn die Eltern depressiv waren, das hat eine ähnliche Wirkung auf die Kinder, dass dann das Kind sich sagt, ich muss meine Eltern stützen, damit die eben sich gesund entwickeln. Also ja, tatsächlich, das Kind denkt, die Eltern müssen sich jetzt gesund, stabil entwickeln, damit ich einen Halt habe, an den ich mich dann wieder festhalten kann. Aber das funktioniert natürlich nicht. Das Kind ist damit heillos überfordert. Das Kind lernt also ständig, die Eltern zu berechnen und kann die Kontrolle dann auch nicht gut abgeben, kann das nicht alles so sein lassen, weil es immer Angst hat, wenn es sich jetzt nicht um die Eltern kümmert und sich nicht verbiegt, dann wird es wieder in Vergessenheit geraten und dann ist die Existenz in Gefahr. Das ist also auch sehr anstrengend. Diese Menschen entwickeln dann, wenn sie älter sind, in Partnerschaften häufig eben eine emotionale Abhängigkeit mit sehr starken Verlustängsten. Sie verbiegen sich, nehmen ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht mehr richtig wahr, formulieren die auch nicht richtig, weil sie Angst haben, verlassen zu werden, wollen aber auch Kontrolle ausüben und können sich nicht entspannen und versuchen dann ihren Partner so von hinten rum zu manipulieren. Ja, also er soll jetzt Gedanken lesen, damit der weiß, was sie gerne möchten.
Und sie sind dann vielleicht auch sehr eifersüchtig und versuchen so von hinten rum den Partner zu kontrollieren. Also können auch nicht wirklich loslassen, können ihm aber auch nicht wirklich ein echtes Gegenüber sein. Ja, aber es gibt auch die Möglichkeit natürlich auch noch der passiven Aggression. Ich hatte das vorhin schon so angedeutet. Die passive Aggression richtet dann wiederum die Wut, die du eigentlich auf deine Eltern mal hattest in deiner Hilflosigkeit, aber natürlich nicht ausleben konntest und durftest, weil du ja abhängig warst und dann deine Eltern nicht gut damit umgegangen wären. Die hast du in dir gespeichert und irgendwo musstest du damit hin. Die richtest du gegen dich selbst. Das heißt, da gibt es so innere Selbstboykottanteile. Und diese Selbstboykottanteile können sich zum Beispiel so zeigen, dass du dir nicht zutraust, dass du dich immer wieder selber blockierst. Das kann auch eine Essstörung sein. Das kann auch sein, dass du dich in Negativität verlierst und mal denkst, alles wie schlimm alles ist, dich aber selber auch runtermachst, dein innerer Kritiker sehr laut ist. Und ja, eine Depression ist letztendlich auch eine Aggression, die du gegen dich selbst richtest. Ja, in all diesen Fällen ist es so, dass du schwer die Kontrolle abgeben kannst. Du kannst dich nicht einfach fallen lassen, weil du immer Angst hast, das wiederholt sich, was du erlebt hast. Und das macht dich zu einem sehr unentspannten und wenig wirklich lebensfrohen Menschen, weil deine inneren Traumen, die du in dir trägst, es kann dann, je nachdem, wie stark das ist, auch ein Entwicklungstrauma sein, was so ständig im Hintergrund lauert. Und wenn der Partner nicht so ist, wie du denkst, also weil da ja so ein Kontrollsystem läuft, dann bist du sofort getriggert und in Anspannung und denkst, du musst was tun. Also eine ebenbürtige Beziehung ist eigentlich gar nicht möglich. Dazu kommt, dass du natürlich auch die Nähe zu dir selbst nicht zulassen kannst, weil du dich ja nicht entspannen kannst. Also genauso wenig, wie du die Stille aushalten kannst. Das Nichtstun, so kannst du dann auch nicht aushalten, dass es einfach mal fließt, also die Kontrolle loszulassen. Und kannst dementsprechend auch nicht in dir selbst ruhen. Das verhindert, dass du dich selbst wirklich tief liebst, diese Liebe auch spürst, zu dir stehst, auch mal Nein sagst, das ganz in Ruhe ausdiskutierst, dann auch die Entspannung hast, dein Gegenüber auch mal anzuhören, ja. Weil um Konflikte durchzustehen, brauchen wir auch eine Konfliktfähigkeit. Und diese Konfliktfähigkeit hat nichts damit zu tun, dass wir stark sind und dem anderen schon einen reinhauen oder schlagfertig sind. Das meine ich nicht. Das ist keine Konfliktfähigkeit. Das ist Aggression und brutal. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass wir das aushalten können, dass der andere nicht unserer Meinung ist. Wir trotzdem wissen, er verlässt uns wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, können wir auch ganz gut alleine leben. Denn da spürt dein Gegenüber, ob du diese Ruhe in dir trägst, dir selbst gegenüber. Und dann hast du die und strahlst die auch aus deinem Partner gegenüber und überträgst auch diese Ruhe. Und er kann sich dann oder sie kann sich viel leichter, besser mit dir dann auch in Konfliktsituationen auseinandersetzen. Ja? Also du siehst, dass deine eigene Wirkung eine ganz immense Rolle spielt in einer Partnerschaft. Und wenn du das alles nicht gelernt hast in der Kindheit, dann kannst du das rhetorisch zwar lernen, also dialektisch, du kannst viele Rhetorikbücher lesen, aber du schaffst es nicht, das dann im Ernstfall auszuführen, weil dein Stammhirn sofort reagiert. Ja, sobald die Situation auftaucht, bist du getriggert und dann sendet das limbische System sofort alle Signale, die es schon als Kind gesendet hat. Und hat das Gefühl, es ist innerlich im Beziehungskrieg, auch wenn der noch gar nicht da ist, dass eine Gefahr lauert, dass sie verlassen oder dass du verlassen wirst. Und dann verhältst du dich irrational und du kannst den anderen nicht mehr wahrnehmen in seinen Gefühlen, in seinen Wünschen, in seinen Bedürfnissen. Und entweder passt du dich übermäßig an, wenn das eben eher der dependente, also der abhängige Anteil ist. Oder aber du gehst, wenn du eher in die anderen Kategorien gehörst, gehst du zu sehr in eine andere Form der Abwehrreaktion. Ne? Der narzisstische und histrionische Anteil, den haben wir noch vergessen, den können wir auch noch mal gleich näher angucken. Die werden eher Kritik abwehren und versuchen, auf jeden Fall mit der eigenen Geschichte durchzukommen, sich als Opfer darzustellen,
nehmen dann ihr Gegenüber nicht mehr wahr. Der Narzisstische entwertet, während der Histrionische ein Drama draus macht. Und der Zwanghafte wird versuchen, Recht zu behalten, die Dinge bis im Detail so auszudiskutieren, dass dem anderen der Kopf qualmt und der schon keine Lust mehr hat, weil es da nicht um Gefühle geht, sondern der andere hat einfach gerade einen mentalen Krampf. Das beim zwanghaften Anteil. Und der Passiv-Aggressive kann Verschiedenes zeigen. Der kann dann auch zwischendurch in so passiv, in so narzisstische Muster rutschen. Und das kann ja auch, du kannst ja mehrere Aspektierungen auch haben. Dann vielleicht keine Kritik mehr annehmen oder das switcht in die Dependente parallel. Alles möglich. Ja, vielleicht hat er auch einen zusätzlichen histrionischen Anteil und wird dann cholerisch. Auch das kann sein. Ja. Der histrionische Anteil, wenn du eine histrionische Aspektierung entwickelt hast, dann hast du als Kind eben mit in Kombination mit deinen Eltern, die eben emotional für dich nicht präsent waren, wo es ein toxisches, vergiftetes, atmosphärisches Umfeld gab, in dem du groß geworden bist, dann hast du zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil die einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren. Und du hast gemerkt, wenn du eben krank bist oder leidest, dann sieht man dich und dann hast du immer versucht, überzukompensieren. Guck dazu bitte auch das Video, was ich mal gedreht habe, Drama Queen und Drama King. Da habe ich die histrionischen Aspektierungen mal erklärt. Sehr, sehr spannend. Natürlich haben diese Aspektierungen alle auch was Positives in geringem Maß eingesetzt. Darüber reden wir immer nie, wenn ich von diesen toxischen Geschichten spreche. Toxisch ist immer, wenn das wirklich so im Übermaß gelebt wird, dass andere Menschen darunter sehr stark leiden. Ja, und wenn du eben diese, kommen wir nochmal zu diesem Grundthema zurück, dir hat das innere Nest gefehlt und deine Eltern, Verwandtschaft waren sehr entwertend, sehr auf Anerkennung und Erfolg ausgerichtet, emotional nicht zugänglich. Du hast dieses Urvertrauen nicht entwickelt, hast eine dieser Aspektierungen entwickelt. Führt das dazu, dass deine Beziehungen immer sehr, sehr anstrengend laufen? Und das wird sich auch in deinem Job weiter fortziehen, weil du wirst mit Autoritäten ein Problem haben. Dort wirst du das genauso umsetzen. Ja, ein klein wenig anders, aber es spiegelt sich darin wieder. Und selbst wenn du mit dir alleine bist, spiegelt sich das wieder. Und was ich dir damit sagen will, ist, du kannst das natürlich ändern. Ja, das ist die gute Botschaft. Du kannst diese alten Wunden heilen. Das ist möglich. Ein Entwicklungstrauma kann man heilen. Und diese emotionalen Blockaden, die sich gebildet haben, die kann man auch auflösen. Als erstes ist es schon mal wichtig, dass du erkennst, dass das Hauptproblem ist, dass du diese innere Selbstliebe und dein Urvertrauen nicht aufbauen konntest und anfängst, an dieser Selbstliebe zu arbeiten. Ich habe dazu mal ein Buch geschrieben, Selbstliebe leicht gemacht. Ich habe dir hier den Leitfaden dazu, die 9 goldenen Regeln der Selbstliebe, mal unten angehangen. Das kannst du dir kostenlos herunterladen als Leitfaden. Hier unten schau mal in die Kommentare und in die Videobeschreibung. Da ist ein Link und da kannst du dir den Leitfaden kostenlos herunterladen, um zu lernen, wie du Selbstliebe entwickelst und eben dich aus diesen Dingen herausarbeitest. Dann wäre es auch wichtig, dass du eben auch mit deinen Emotionen arbeitest, dass du lernst, die fließen zu lassen, innere Kindarbeit betreibst. Ich habe dazu einen Kurs entworfen. Ich will jetzt dazu keine Werbung machen. Das ist ein Selbsterkenntniskurs und auch, wie man mit den Gefühlen arbeitet, sie transformiert und dann auch innere Kindarbeit dazu anschließt, um eben diese emotionale Unabhängigkeit zu erreichen. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Ich will nur sagen, das fängt mit der Selbstliebe an. Und das ist eigentlich auch eine Arbeit fürs Leben, wenn du diesbezüglich verletzt bist in dir. Du kannst zwar sehr viel ausheilen, aber es bleibt natürlich immer eine Wunde. Deswegen ist es wichtig, dass du das Thema Selbstliebe, deine Gefühle immer im Blick behältst. Und noch eins, mir ist aufgefallen, ich arbeite seit über 30 Jahren mit Menschen, ja, dass ich sie begleite auf ihrem Lebensweg, ihre Wunden zu heilen, ihre Traumen zu überwinden und wirklich beziehungsfähig zu werden.
Ich habe auch immer wieder Paare in der Mediation, wo einer toxisch ist oder nicht konkret toxisch, aber eben sehr starke bis relativ starke, mittelstarke Aspektierungen hat. Wenn die ganz stark sind, kann man mit den Leuten nicht arbeiten. Und vermittelt zwischen den beiden. Und bei beiden spielt in der Regel eine Rolle, dass sie eben kein besonders gutes Selbstvertrauen haben. Nur sie überspielen das anders. Der eine mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl, was er nicht wirklich hat, aber so spielt, als ob. Der eine spielt eben, als wenn er dieses Selbstwertgefühl hätte und spielt den Unbesiegbaren, was das Problem ist, ja, dass er keine Nähe zulassen kann. Und der andere vielleicht klammert und tut so, als wäre gar nicht selbstbewusst und haut dann aber von hinten rum durchs Knie und es findet keine ehrliche Auseinandersetzung statt. Genau, und das liegt daran, dass die beiden sich schon mal selbst nicht trauen und dann dementsprechend auch nicht glauben, dass der andere sie wirklich für sich selbst liebt. Manchmal kann man zwischen den beiden so eben vermitteln, dass das wieder funktioniert. Vor allen Dingen, wenn der Partner histrionisch ist und der andere narzisstisch, dann passt das ganz gut zusammen. Histrionisch bzw. narzisstisch und dependent, das passt nicht so besonders gut, weil die zu polar gegenüberliegend anders sind. Das muss man im Einzelfall natürlich immer sehen. Was ich dir sagen will damit ist, dass du eben wirklich schaust, dass du nicht so sehr danach schaust, was mit dem anderen ist. Der Dependente neigt dazu. Ja, wenn die mich anrufen fürs kostenlose Erstgespräch, dann sagen die immer, erzählen die mir ganz, ganz viel von ihrem Partner. Ja, dann höre ich, was der alles gemacht hat, was der gesagt hat. Die erzählen mir ganze Chatabläufe. Manchmal kriege ich die zugeschickt. Ich sage, was soll ich damit? Das bringt mir gar nicht so viel, weil ich sehe recht schnell schon im Erstgespräch in den ersten paar Minuten, wie der andere aspektiert ist und wie der Partner aspektiert ist. Nach 30 Jahren Arbeit mit den Menschen sehe ich sowas ganz schnell. Da brauche ich nicht den ganzen Chatverlauf. Aber was mir das zeigt, ist, dass die nicht bei sich sind. Die denken, dass die Problematik darin liegt, dass sie richtig reagiert hätten, ja, oder dass sie was richtig machen müssen. Aber daran liegt es nicht. Es liegt nicht, wie soll ich das sagen? Natürlich liegt es auch an der Handlung, aber es liegt vor allen Dingen am Gefühl, was du ausstrahlst. Und wenn du das nicht in dir hast, da kannst du so viele Rhetorikbücher lesen, wie du willst. Es ändert sich nicht. Es ist wichtig, dass du anfängst, wirklich mit dir zu arbeiten. Dass du dich einfach mal zurückziehst und lernst, alleine zu sein, Stille auszuhalten, mal die Medien ausmachst und dich nicht ablenkst und auch nicht ständig mit anderen Menschen zusammen bist. Ja, mal so ganz wirklich mit dir dich aushalten und mal gucken, wie schwer das ist. Und das kann richtig schwer sein, wenn du das nicht gelernt hast und wenn du in einem toxischen Elternhaus groß geworden bist, ja, wo ständig Gefahr war, dann ist dein Stammhirn einfach auch immer in Alarmbereitschaft. Und dementsprechend kannst du dich nicht gut entspannen, weil das war ja früher dann auch gefährlich. Genau. Und das aber zu lernen, dass da nichts Schlimmes passiert, das ist ein Teil der Selbstliebe. Und man kann das natürlich auch mit Meditation erreichen. Ja, ich habe auch eine Meditationsformel entworfen vor 20 Jahren, mit der du lernen kannst, deine Gedanken abzuschalten. Und wirklich in der Stille zu sein, die verlinke ich dir hier unten auch mal, falls dich das interessiert, kannst du dir auch kostenlos herunterladen, die Formel, die Gedankentransformationsformel oder auch Meditationsformel genannt. Und eben wirklich zu gucken, dass du an deiner Selbstliebe arbeitest. Es sind also ein paar Baustellen, ja, Stille mit dir, Selbstliebe, Emotionen, reinigen, fließen, am Trauma arbeiten, das hängt auch ein Stück weit zusammen. Und mit dem inneren Kind arbeiten, ja, dass das wirklich heranreifen kann und zu dem erwachsenen Anteil wird, der du sowieso geworden wärest, wenn deine Eltern dir ein geborgenes Zuhause gegeben hätten. Das kannst du heute noch selbst nachholen. Dafür ist es nicht zu spät. Such die Ursache. Nicht mehr länger in einer Schuldfrage bei deinen Eltern, wenn du das schon sowieso länger tust. Lass das hinter dir, die Vergangenheit, und fang an, ja, für dich selbst zu sorgen, Selbstverantwortung zu übernehmen und
mit dir zu arbeiten, denn das ist das, was wirklich heilt. Und dann kann schon bald in deinem Leben vieles ganz anders aussehen. Vielleicht findest du dann endlich deine Traumarbeit. Du hast mehr Erfolg im Beruf, weil du überzeugend bist, souverän, stark, unabhängig. Deine Beziehungen funktionieren. Vielleicht ziehst du jetzt das erste Mal den richtigen Partner, die richtige Partnerin an, weil du jetzt emotional zugänglich bist, weil du keine Angst mehr vor Konflikten hast, weil du dich selbst gut aushalten kannst. Ja, es ist auch mit dir alleine schön. Auch psychosomatische Erkrankungen können heilen. Also auf allen Ebenen kann Liebe, Friede und Freude in dein Leben kehren. Ja, in diesem Sinne, vielleicht kennst du jemanden, der oder die dieses Video auch gut gebrauchen könnte und du denkst, ja, wenn er oder sie das mal hören würde, das wäre genau das Richtige. Dann bitte teil das Video, ja, teil, egal wie, ob über Mail, Messenger, per Facebook, was auch immer, teil es sehr gerne. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Und abonniere meinen Kanal, nicht vergessen, damit du kein Video mehr von mir verpasst. Und wenn du das Gefühl hast, du solltest mal mit mir sprechen, ob ich dir helfen kann, dann kannst du dich auch auf ein kostenloses Erstgespräch bei mir bewerben. Auch den Link packe ich dir hier unten in die Videobeschreibung. Dann trag dich gerne in meinen Kalender und wir gucken einfach mal in einem kurzen Telefongespräch, ob und wie ich dir helfen kann. Ich arbeite übrigens per Zoom, das heißt, es ist völlig egal, wo du wohnst. Du kannst von überall aus mit mir arbeiten, auch wenn du in Afrika bist. Da müssen wir nur mit den Zeiten gucken. Ja, also sehr gerne, trag dich ein, wie auch immer. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, deine Nicole.